Moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pixelmon, dem Let's Play, mit dem Bauen von Städten und einfach einem Gebiet. Ich will natürlich ziemlich ein schönes Gebiet machen. Ich habe ja auch gesagt, dass wir noch uns relativ vorbereiten müssen. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich habe mir den Iron Chest Mod runtergeladen und den Backpack-Mod und bin noch ein bisschen mining gegangen und sicher habe ich noch ein bisschen trainiert, weil ich ja Rohstoffe benötigte. Und diese Rohstoffe sind hier, also mehrere Spinnennetze bekommen, wo man jetzt nicht unbedingt braucht. zum Beispiel ein dunkler Prismarin, ich weiß nicht mehr genau welchen, aber so ein halbes Wasser-Pokémon hier im Sumpf. Also die meisten Pokémon sind hier im Sumpf oder im Dschungel gewesen. Und ich habe mir noch ein, zwei Pokémon gefangen. Ich glaube, zwei sind es. Das erste ist dieses komische Reflex. Das ist scheinbar so ein Reptil oder ein Amphibie. Und müsste eines der neueren Pokémon-Versionen sein. Säurespeier. Eine Flüssigkeit aus dem Gegner auszuweichen. Senkt die Spezialfähigkeiten des Gegners stark. Okay, eine Attacke, die. Ja, Spezial. Ding. Verhören ist auch schon alt. Nur noch angreifen. Ah. Okay, Angriff ist Stärke. Vielleicht die Spezialangriff besser, ja. Keine Ahnung. Also könnten wir dann mal ein bisschen trainieren. Malzi habe ich reingelegt. Ah ja, ein braunes Nidoran. Habe ich noch gefangen. Ich weiß nicht, was das für eine Version ist. Es stand irgendwie spezielle Version oder so. Wieso es braun ist, weiß ich nicht. Vielleicht von diesem Legenden Arceus Spiel. Aber gibt es da nicht andere Versionen? Keine Ahnung. Und dann habe ich mir noch einen mechanischen Amboss gecraftet. Der war relativ einfach. Ich sehe jetzt gar nicht. Mechanischer Amboss. Nein. Oh. Ich habe Cheaten. Okay. Jetzt habe ich Cheaten. Nein. Okay. Er ist nicht so schwer zum Herstellen. Also ich habe die Kolben hergestellt und alles gut. Aber wahrscheinlich wegen einer neuen Version war Cheat mir dann oder so. Ja. Also, und dann habe ich hier noch ein bisschen gecraftet. So, und wir müssen noch Trichter herstellen, genau. Also, Sarzenia. 45 könnten wir schaffen, weil wir haben Luftschnitt. So. Ja, ich glaube, ich weiß, wieso ich Cheaten anhabe. Ich musste etwas nochmals neu holen, genau. Was ich weiß auch nicht mehr genau. Ich habe jetzt 2 oder 3 Tage Aufnahmepause gemacht. Weiß es nicht mehr. Aber man kann das immer wieder umändern, habt ihr ja gesehen. Ja, ist komisch. Ich dachte schon, ich habe mir etwas gecheatet, aber nein, ich cheate halt nicht viel oder gar nichts. Falls jetzt mal irgendwas nicht herstellbar ist. Ah, ich weiß was. Es gibt ein Item, das nicht herstellbar ist, weil ein Bug da ist. Genau, ich weiß wieder, was es ist. Also, was es ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber, genau, vom Backpack. Beim Backpack, ich muss mal kurz Adventures oder Traveler. Ja, Traveler. Hier. Genau, das habe ich ercheatet, das Sleeping Bag. Man kann ihn nicht herstellen, ich kann nicht draufklicken. Das ist das Bug. Ich dachte schon, ich hätte wirklich etwas ercheatet. Aber ich musste diesen Sleeping Bag machen, damit ich wenigstens ein Backpack habe. Ja, das musste ich leider machen. Jetzt verstehe ich, ich habe das ercheatet. Aber das Sleeping Bag, ihr könnt schauen. Man herstellt ihn aus 2 rote Wolle und einer weißen Wolle. Und beide habe ich. Und ich habe sie auch weggeschmissen. Und ich habe nochmals ein bisschen mehr rote Wolle genommen, nochmal zum Zeigen. Und hier ist auch weiße Wolle, also es ist nicht schlimm, dass ich das ercheatet habe. Es ist nur
eine Benötigung. Weil sonst hätten wir ungefähr 5-6 Stunden wahrscheinlich suchen müssen nach dem einem Backpack, und die sind halt wirklich sehr selten. Die waren früher irgendwie häufiger. Es ist eben nicht mehr der Adventure Map Backpack Mod. Er wurde jetzt umgeändert in Traveler Backpack, und der Mod ist nicht so gut. Also er hat ein paar Sachen nicht so gut eingestellt. Also das Crafting ist vor allem verbuggt, scheinbar. Gut, also wie machen wir das? Wir brauchen noch mehr Kisten. Da haben wir noch 2. Genau, das reicht eigentlich. Ich tue jetzt mal hier das wegmachen. Ich möchte nämlich den hier hin platzieren am besten, damit es in der Nähe ist. So. Und dann brauche ich nochmals hier unten den Platz. Also hier eine Kiste. So. Dann muss mir das da draufstellen. Ja, dann müssen wir das so machen. Es klappt einfach nicht so, wie ich will. Ah, der ist sogar 2 hoch. Dann müssen wir die Kisten anders hinstellen. Ich habe zwar geschaut, wie es geht, aber da brauchen wir viel zu viele Dinge da. Der Trichter, der muss nach hier drüben. Nein, nicht so. Dann müssen wir das draufstellen. Ich muss den Trichter ja hier unten hinstellen. So. Hallo. Boah, ist das kompliziert. Ich hätte doch nicht gedacht, dass das so kompliziert ist. Ja, dann machen wir das halt seitwärts. Wieso geht es nicht richtig? Oh, muss ich das nochmals eins tiefer oder so machen? Ja, dann muss ich aber auch noch rauskommen. Also. Ja. Ich wäre es gedacht. So. Und so, okay. Jetzt sind wir fertig. Gut, da mache ich lieber wieder zu. Und hier kommt man an die Kiste. So, und wenn wir jetzt hier oben die Eisenscheiben reintut, gehen die runter. Und hier muss ich scheinbar noch. Wieso geht der jetzt hier nicht runter? Wieso gehen die Schalen jetzt nicht runter? So, jetzt. Es ist ja verbunden. Nein, jetzt muss ich das wirklich noch seitwärts machen. Und Kacke. Schwerer, als es sein muss. Also, den Trichter. So, und jetzt, wenn ich jetzt hier Scheiben rein tue, genau, jetzt geht's. Okay, und die gehen dann runter. Gott. Diese Animation, aber der Ton. So, und die gehen jetzt hier runter. Yay, wir haben die Eisenhalbkugel. Okay. Nice. Machen wir die doch hier rein. Und jetzt muss ich einfach diese wiederherstellen. Da habe ich auch nochmal ein paar gefarmt. Habe nochmal ein paar weitere platziert. So, und die gehen jetzt auch runter. Die werden auch gemacht. Und dann müssen wir nur noch Knöpfe herstellen. Gut, aber das ist viel angenehmer. Knopf. Dein. Noch mehr Knöpfe, bitte. So. Gut, das kann ich noch reintun. Trichter, Labis Lazuli, den brauche ich jetzt gerade auch nicht mehr. Und jetzt, ja, geheilt ist er. Jetzt holen wir einfach nochmal die
die benötigten. Das ist auch gelb. Und dann haben wir wieder Hyperbälle. Und ich weiß jetzt nicht, ob ein anderer Ball noch besser ist, aber Flottbälle, ja, sind ja meistens dann nicht mehr so gut, weil wir müssen manche Pokémon dann noch einschläfern oder paralysieren. Was bekommen wir durch Rot zum Hof? Oh. Okay, Stein, das ist sehr gut. Haben wir ja gerade benutzt. So, und du möchtest auch gerne... Was haben die für Pokémon-Typen? Egal, excuse. Hey. Hallo? Bist du da? Oder fehlt's? Ja, jetzt. Was? Pescryodon. Okay, das hört sich nach Stein- und Stahl-Typ an. Ja, okay, Käfer hat nicht so viel. Aber Antikraft ist dafür sehr effektiv. Ja, toll. Jetzt habe ich schon wieder ein Pokémon, das nicht so gut ist gegen... Ja, Magneson ist auch wieder... ich glaube, wir verlieren. Weil Elektro ist auch sehr gut gegen Sichler. Ja. Okay. Gut, dann machen wir Flucht. Ja. Okay, es geht. Boah, ey, manche Trainer sind so unglaublich stark, auch mit ihren starken Angriffen. Das müssen sie balancieren. Aber so, ja, nein, wir machen das nicht. Wir sind ja ganz schlimme Entwickler. Nein, sie sind schon gut, aber sie fügen halt nur Pokémon ein. Die sollen mal das Balancing echt überarbeiten. Ja, was sollte ich noch machen? Genau, den Zaubertisch. Muss ich nur wissen, wo das Obsidian ist. Da. Jetzt muss ich wissen, wo diese Diamanten sind. Da. Und dann brauche ich noch ein Buch. Und ein Buch ist hier. Oh, der Lärm ist schon extrem von dieser Maschine. Ich tue vielleicht die Maschine noch irgendwo anders hin. Oder das ist gut, weil wir das Haus jetzt dann gleich mal bauen. Ja, da brauchen wir vielleicht noch, weiß nicht wie lange, aber einige Zeit brauchen wir dann noch. Also die muss ich schmelzen. So. Dann machen wir noch ein bisschen Holzkohle. So. Zaubertisch haben wir. Und wir brauchen noch Lapislazuli, haben wir auch. Okay. Dann gut Glück für eine gute Verzauberung. Ja, gut zum Cut. Dein Ernst? Dein Ernst? Ich habe schon eine Behutsamkeitsspitzhacke. Das ist ja mega geil. So, wo soll ich das Lapislazuli legen? Einfach wieder hier rein. Das brauchen wir nämlich später noch. So. Machen wir hier rein. Also der erste Schritt ist gemacht. Jetzt brauchen wir noch also meinen mache ich dann wieder bis zum nächsten Paar. Genau, hier WhatsApp. Die geben die Fäden. Also das ist eine Spinne und die geben die Spinnenfäden. Gut, ich treffe es jetzt nicht. So, und du Kiesling, du gibst vielleicht etwas Gutes, also Redstone vielleicht oder so. Oh. Ah, Herr Ding. Das ist eine Fähigkeit. Dass das nicht One-Hit ist, das Pokémon. Das ist ein bisschen doof. Ah, Granit und Stein. Okay. Ja, ist nicht so. Wir wollten ja noch. Genau, wir wollten. Wir geben jetzt mal TPX 0 ein. Dann sind wir hier, wo wir das Dorf anfangen. Und hier müssen wir auf jeden Fall mal hier ein bisschen flach machen, weil hier kommt der Platz hin. Und das Dorf ist Vivertania City, das erste größere Dorf, das kommen wird. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, welches Holz und so weiter, weil Bambus... Ihr werdet sehen. Ich werde es euch zeigen. Ja. Ist normales Holz. Also wir können da jetzt nichts Spezielles draus machen. Holziges.
Und deshalb müssen wir ein anderes Holz nehmen. Und ich habe mir eben ein bisschen Gedanken gemacht, welches Holz es wird. Und es wird ein dunkles Holz. Also Schwarzeichen vielleicht nicht. Aber ich habe es jetzt gerade wieder vergessen nach diesen 2, 3 Tagen. Wir gehen jetzt nochmals zurück. Ah, das Teleportieren wegen. Ja, ich habe jetzt. Ich weiß, Knopf X, glaube ich, gell? Wir haben eben das Holz noch nicht. So, hier machen wir das der Bambus hin. Das ist eine Wurzel. Okay, kommt hier hin. So, dann haben wir noch ein bisschen Stein. So, meine Konzentration ist auch gerade nicht so gut. Wird ein bisschen abgelenkt. Ja, gut. Vom Spiel auch nicht. Genau. Also, wir brauchen ein bestimmtes Holz, das wir noch nicht haben. Ja, wir haben es noch nicht. Oh! Mammutbaum. Müssen wir die da 4x4 anbauen? Weil das ist ja rot, orange. Das würde eigentlich gut auch noch aussehen. Schauen wir mal, ob hier ein Mammutbaum wächst. Wisst ihr eigentlich? Und ja. Genau, ich wollte noch zeigen, man kann mit dem Sichel überhaupt übrigens reiten. Sehr schnell. Genau, das habe ich auch noch herausgefunden, weil das habe ich einfach vergessen. Man kann mit bestimmten Pokémon auch noch reiten. Aber fliegen. Ah ja, ich wollte ja einen Glumanda noch holen. Ja, da müssen wir wieder dorthin gehen, zu diesem Zen-Schrein. Ja, ich finde es jetzt gerade nicht. Monster Spawn. Geht leider nicht, oder? Wir haben keine Ding. Team Böse. Zauber. Ah, hier. Das müssen wir anmachen. Da müssen wir öfters wieder zurück. So, und jetzt sollten hier eigentlich Glumandas dann spawnen. Natürlich, so wie ich bin, möchte ich. Unkit. Okay. Was ist das für ein Pokémon? Also ein Stein. Also da gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche Steine. Kohle gibt er. Okay. Das ist eine Kohle. Aha. So, aber ich habe jetzt echt keine Idee, wo jetzt. Glumandas. Das ist ein Georock. Lurmel. Lurmel geben sicher auch irgendwelche. Weiß nicht, was sind das? Hasen. Geben die Hasenpfoten? Nee, Schwarzpulver. Die haben doch irgendwas mit dem Gesang, also mit dem Schreien zu tun. Also ich hätte denen irgendwas Besseres gegeben. Am Pulli ist ein Pferd. Okay. Oder ein Esel. Sieht mir ein bisschen nach einem Esel oder Pony aus. Ja, es wäre wahrscheinlich ein Pony. Das ist die Weiterentwicklung von diesem kleinen Stein. Du gibst sicher auch etwas Gutes, oder? Ja, du musst jetzt nicht deine Muskeln zeigen. Da gegen Kampf ist, glaube ich, Käfer auch gut, oder? Nicht sehr effektiv? Okay. Überwurf. Auswurf vielleicht. Ah. Kobra-Bär und Stock. Ja, wow. Für einen Stock muss ich die nicht besiegen. Wo sind denn die Glumandas? Irgendwo waren ganz viele Glumandas. Aber nur an einem bestimmten. Gebiet. Vielleicht einem anderen Biom. Wahrscheinlich Hochebene oder sowas. Also der ist da drüben. Oder vielleicht hier rechts was. Von hier bin ich gekommen. Also ich darf nicht A und D drücken. Weil sonst tut er so komisch Ding. Das ist eine Kröte oder.
Sieht irgendwie aus wie so ein Reptilienart. Mit einem. Oh, da gibt Kristalle, cool. Genau, hier unten war es irgendwo. Was ist das für ein Biom im Original? Das ist eine Schnecke. Eine Wasserschnecke. Ich glaube, Gufa, die geben noch gute Sachen. Komm. Ja, manche Sachen sind in diesem Mod nicht so gut. Zum Beispiel das Werfen. Okay, Schaden durch Magenkrempel. Ah, genau, Schleimbälle geben die. Die sind halt auch wichtig, weil wir keine Schleime haben. Ja. Na gut. Aber ja, ich besiege sie jetzt auch nicht, sonst ist mein Sichler dann wieder K.O. Wir haben hier kein... Dort haben wir noch ein Schiff. Gut zu wissen. Was heißt Seite? So, nicht erdrücken. Okay, der geht unter wie ein Pferd. Da ist noch etwas. Doch, es ist etwas. Es tut nur nicht immer leuchten. Ein Funkelstein. Nice. Ja, ist gut. Schnuderbär. Ja, als ich den das erste Mal gesehen habe, da kam, glaube ich, in XY oder so. Ja, ich habe gedacht, Leute, müsst ihr diesen Geifer, diesen Schnuder zeigen? Oh. Naja, liebe Entwickler, nicht so etwas Isliges. Da ist auch etwas. Margobär. EP, du gibst doch auch etwas Gutes, oder? Mondsteine. Direkt Mondsteine. Zum Weiterentwickeln. Was? Zucker? Brauche ich doch nicht. Habe ich genügend. So, also hier hatte ich Glumandos gefunden. Und jetzt, dieses Mal, ist es nicht. Ja, ich muss die Pokémon wieder ein bisschen begrenzen. Also scheinbar muss man halt wirklich manchmal Pokémon begrenzen, auch die Spawns ein bisschen erhöhen und so weiter. Weil, ja, sonst kommen wir nie vorwärts. Wir müssen stundenlang immer suchen. Ja, spawnt jetzt echt keins leider. Also leider wieder umstellen. Ja, was machen eigentlich die anderen Let's Player? Ich glaube, die kümmern sich nur darum, um ein Level 100 Team, 6 Pokémon zu machen. Die müssen jetzt nicht unbedingt alle Pokémon fangen oder so. Oder auch ein bisschen Rollenspiel machen, ein Gebiet machen und so weiter. Und deshalb denke ich schon, dass die einfach, ja, nicht so viele Einstellungen machen müssen wie ich zum Beispiel. Aber ich bin immer so ein bisschen anspruchsvoll, oder? Ich möchte gerne wirklich etwas Besonderes machen. Ja. Also in meinem Projekt werdet ihr auch Sachen, so Dinge, auch Wünsche sagen können. Wenn ihr irgendwas denkt, es wird euch motivieren oder so, dann wünscht es einfach und ich mach's. Also, ich weiß es auch nicht, wie man jetzt unbedingt so Legendaries schon holt und so, da muss ich halt noch ein bisschen, vielleicht muss ich nachschlagen, wenn ich irgendwo das finde. Aber, also Girondina sehe ich ja, ich brauche nur die Kristalle. Der Girondina-Schein ist ja dort hinten. Andere Sachen habe ich noch nicht gefunden. In einem älteren Let's Play von Pixelmon, wo ich gemacht habe, vor 4-5 Jahren, da habe ich einen Schrein in einer Mesa gefunden. Aber das Mesa habe ich ja bisher nicht gefunden, außer in der Mistcraft Welt 2. Ist komisch, dass ich jetzt gerade hier keine Glumandos habe. Sind die vielleicht auch in der Nacht? Die passen ja nicht in die Nacht, oder? Okay, du. Oh ja. Da hat er gute Schutz. Ah, wir haben ihn besiegt. Okay, Luftschnitt ist effektiver. Weiß es eigentlich wieso, oder ist es nur Erde? Also Käfer ist nicht gut gegen Gestein, das weiß ich, oder? Aber dass Käfer nicht auch nicht gut ist, weiß ich nicht. Lavita, habe ich schon gefangen, genau.
Haben wir das nicht gemeinsam gefangen im letzten Park? Genau. Oh, du gibst gute Sachen. Schön. Nice. Aber Glumanda, tauch bitte auf. Glaube ich, muss wieder Tag machen. Also sollte jetzt auch hoffentlich eins spawnen. Im Minimap sehe ich auch kein Glumanda. Vielleicht jetzt bald. So, hier auf jeden Fall nicht. Bisschen weiter. Ich nehme noch diese Ding mit. Bären. Flurmel. Die große Map geht mit Q auf. Nix in der Nähe, kein Glumander. Also die spawnen hier in diesem Biom, aber wie selten? Keine Ahnung. Ich habe doch die Pokémon-Spawns entfernt. Nein? Habe ich abgebrochen? Oh, das hat selber resettet. Keine Ahnung. Also jetzt sollten sie spawnen. Hier haben wir schon mal Mashok wieder und so Sachen. Also, ah, da ist ein Glumanda, ich sehe es schon. Okay, man muss wirklich die Spawns anpassen. Sonst gibt es viel zu viele Tables. Oh, ein Glurak ist auch schon hier. Quirtle? Ist aber auch nicht. Ja, da ist ein Glumanda. Aber Quirtle ist auch Gen 2. Gen 3. Ja, Gen 3. Glumanda. So, ich habe das falsche Pokémon ausgewählt. Muss mal kurz wechseln. Smeppo ist leider nicht gerade gut dafür. Ich glaube, Nebulak ist, ja, sicherer. Bitte nicht Glut einsetzen. Ja, Hölle ist gut. Schleife mal das Pokémon ein. Ja, Mose. Das Level 16, eigentlich hätte es schon entwickeln. Also, eigentlich wäre es schon Glutexe. Ich hab's nicht einschläfen können. Okay. Ja, toll. Nur wegen diesen Scheiß Zufällen. Wieso weicht das immer aus? Das ist böse. Man sieht halt unten auch nicht immer. So, jetzt ist es eingeschlafen. Schlecker ist hoffentlich nicht zu stark. Ja, sehr schwach. Ja, egal. Ich hoffe, ich kann es fangen. Weh, du kriegst aus. Was? What the fuck, diese. Gut. Dann fliehen wir einfach. Okay, ich muss zuerst Pokébälle holen. Mist. Und die Hyperbälle. Was ein Transfer-Tutor? Ah, hat's auch nicht. Auch eben diesen Trugschlag. Ist eine TM vielleicht, wenn ich die TM habe. Das ist jetzt nicht so gut. Diese Wahrscheinlichkeiten nerven ein bisschen herum. Na gut. Ah, wieso sind die. Ah, nein, da muss ich. boah, bin ich unkonzentriert, wenn zu viel Lauf im Lärm ist. Ja, jetzt muss ich die craften zuerst. Die ist hoffentlich fertig hier unten. Ja. So. Gut, noch die Bären reinlegen. Den Rest machen wir hier oben. Das räume ich dann nach dem Part hoffentlich auf. Was ist das? Ein Funkestein? Ah, der Funkestein, den wir geholt haben. So, jetzt gehen wir einfach wieder zurück. Jetzt kriege ich dieses Teil. Bitte, bitte. Also scheinbar ist dieser Bug auch weg, der ich hatte wegen Teleportieren. Also ich weiß nicht, was ich gemacht habe.
Ist ja einfach weg gewesen. Gut, ja, Glurak spawnt hier, immer hier spawnt ein Glurak. Du bist ein anderer Transfer-Tutor. Du hast Erdanziehung. Was ist Erdanziehung? Negiert Schweben auch. Fliegen unmöglich und negiert Schweben. Light hier, Teile. Feuersäulen. Schmarotzer. Loekanonade, das möchte ich holen. Von diesem. Was ist es? Blei, glaube ich. Attackenlerner. Schnarcher. Nein, nein. Lavita. Eisenschnell. Eisenschweif. Stärke 100. Ich habe leider dieses Smaragde gerade nicht dabei. Ja, müsste ich sonst mal mitnehmen im Sack oder so. Einfach mitnehmen. Ja, also Glumanda. Eieiei. Ja, die bouncen jetzt nicht immer so gut. Ach, bitte, bitte. Ich will nur fliegen können. Nur wegen Fliegen muss ich in Glumanda. Was ich könnte ein Tauboga oder so. Also, Taubsi gibt's irgendwie hier nicht so viel. Du siehst gut aus. Persimbeer, die machen, glaube ich, Paralyse weg. Verwirrung. Okay, Verwirrung machen sie weg. Ein Feuerwehr. Was? Kristallblock? Also muss man da draufklicken oder muss man ringsum? Kristallblöcke machen. Da ist ein Glumanda. Ich habe eins gesehen auf der Minimap. Cool, das sieht auch schön aus von hier oben. Ja, danke. Da oben. Das andere ist weg. Okay. Ah. Hallo. Licht. Also Lichtleben. Ja, und hier kommen wir auch nicht hoch. Muss ich halt irgendwie rüberklettern. Glumanda, bist du noch hier? Also bitte. Sonst werde ich einfach so Glumanda, also so Pokémon halt dann zwischen den Erfolgen. Ach, probieren fangen. Das ist aber weiblich. Ja, ist ja egal. Glurakine. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Das Mapboard dieses Mal, das hat mehr. Nein. Okay, das macht nicht so viel Schaden. Feuerode macht nicht so viel Schaden, okay. Ah, das ist diese Ding-Attacke. Ja gut, schön, dass du mich. So, jetzt. Fast wäre nur mein Pokémon draufgegangen. Jetzt bitte mit einem Hyperball musst du fangbar sein. Nein, natürlich nicht. Windstoß, hoffentlich wacht es nicht auf. Gut. Ich muss jetzt leider das Pokémon wechseln. Ich will nicht, dass es stirbt. Nebulak macht halt auch nicht so viel Schaden. Du brauchst eine bessere Attacke. Ja, machen wir mal Konfusstrahl. Aber ich hoffe, dass es nicht stirbt. Okay, es ist gelb, also jetzt versuche ich es nochmal. Ich weiß nicht, die Fangchancen sind mega schlecht von Ding. Von Starter-Pokémon. Ja, okay. Jetzt geh, Katze, geh.
Was ist das für ein Achievement? Fange ein Pokémon mit einem Hyperball. Ultraball ist ja die falsche Bezeichnung, oder das ist Englisch. Weiß nicht, wieso die Hyperbälle auf Deutsch heißen, aber ich finde Hyperbälle finde ich besser. Ja gut. Müssen die Engländer wissen. Weil Hyper ist ja auch Englisch, oder? Ja gut. Jetzt brauchen wir einfach nochmals ein gutes Holz. Ich will nicht alles orange oder rot haben. Käferbiss. Ja, ist leider nicht so gut. Ich glaube, meine Käferattacke von sich läuft besser. Ja. Und Bären haben die Pokémon auch nicht immer. Ja, wahrscheinlich sehr selten. Gut, jetzt muss ich nur wissen, was wir noch machen sollen. Wir könnten noch ein bisschen Ding, also das kann ich noch auf den nächsten Part machen. Tintenbeutelfarm. Kann man eigentlich hier Monster einstellen? Ich glaube, da können Monster angeschalten werden. Ich habe den Spawn von der schönen Pokémon. Zygardezellen, Feuerweber, was sind Zygardezellen? Modifiziere die Minecraft Loot Tables. Ah, damit die Pixelmon auch noch reinkommen, die Sachen. Die Items von Pixelmon auch noch drin sind. Boss, Shinies, Ticks. Bossgewichte Distanz. Ich finde es halt einfach gar nicht. Ist wahrscheinlich hier. Ist vielleicht allgemein. Maximal Pflanzen. Aggressive Wede Pokémon. Das habe ich ausgestellt, weil sonst immer wieder die ganz starken uns angreifen. Und wir dann immer wieder müssen heilen. Das hat er nicht so gut gemacht. Eben, es ist nicht so, dass ein Biom Level 10 Pokémon hat und das anders Biom dann Level 60 oder so. Nein. Ja, und dann oben rechts oder eine Anzeige oder irgendwo eine Anzeige machen bei F3 am besten oder so. Ne, machen sie nicht. Ja, und wo ist jetzt diese Fähigkeit? Irgendwo kann man normal, also Monster anmachen. Ich mache dann einfach auf Peaceful kurz und hole mir dann einfach Tintenfische, weil sonst geht das immer viel zu lange. Also man braucht ungefähr so 20 Minuten für 2-3 Tintenbeutel. Die sind meistens auch Level 60, die Tintenfische, Octillery oder wie die heißen. Und sind halt viel zu wenig Spawns, da muss man halt auch mit Gen 1 Spawns wieder machen. Also ich finde jetzt die, Ich finde jetzt diese Ding gar nicht. Ja, sonst mache ich das Ding. Ja,
Reizen. Pokémon können Reitgeschwindigkeit Multiplikator. Das ist eigentlich genug schnell. Genau, das habe ich aus. Also das ist original schon aus, weil Fliegen und Surfen sind sehr selten. Ich glaube, ein Lapras kann zum Beispiel surfen. Spawnen, haben wir schon geschaut. Ja, ist nirgends. Also ich sehe es nicht. Müsste eigentlich hier sein. Nein, es ist Spawn, Spawnen haben wir. Set Spawns ist es auch. Pokeloot ist es auch nicht. AFK-Handler, was ist das? Auch hier nicht. Rindedistanz. Kann ich ein bisschen höher stellen, ne? Ja, brüten geht auch noch. Eine Zuchtstation irgendwann mal machen, wenn man das kann. Raids. Aufzug, Start, Reiten, Außeneffekte. Okay. Quests. Ich weiß es eben nicht, wo man... Ein spezielles Bidiza? Wann? Ich habe so viele Bidiza schon gesehen, es war nie ein spezielles. Aber was ist es? Illegale Shinies zulassen? Was sind denn das für? Ach, die nicht verfügbar sind, also nicht im Pokémon-Game gibt. Also wahrscheinlich das braune. Okay, das braune Ding. Weiß nicht, welches es war. Nidoran weiblich, genau. Okay. Also ich kann wilde, also Monster nicht einstellen. Das ging früher nämlich. Erlaube Pokémon-Editor. Was ist ein Pokémon-Editor? Ein extra Mod oder was? Keine Ahnung. Anzahl von PC-Boxen 30, das reicht mir. Ah, Vanilla-Mobs, ich hab's gefunden. Boy, das ist schwer zu finden gewesen. Sorry, jetzt habe ich schon so lange jetzt Ding aufgenommen. Schon 13 Minuten länger, nur wegen der Suche und wegen dem Glumanda. Hui, also gut, ich beende jetzt mal einen Part. Ich habe jetzt ja friedlich gestellt, jetzt spawnen keine Monster. Aber dafür Tintenfische, jetzt bekomme ich endlich für Mistcraft gegenüber. Jetzt wollen wir mal kurz schauen, spawnen die überhaupt? Boot habe ich gerade nicht, okay. Hui, schauen wir das noch kurz, das ist... Also Gott, oh Gott, sind manche Mods manchmal nervig, wenn es um irgendwelches Balancen geht. Da hat jetzt erst kürzlich ein Game Designer gesagt, er kackt auf Balance. Irgendein Entwickler. Wieso haben die Leute, die entwickeln, auch Mods entwickeln und so, keine Lust auf Balance? Die machen meistens keine Balancings. Ich weiß nicht, ein Entwickler hat von einem Spiel gesagt, ihn interessiert wirklich Bronze nicht. Aber zum Glück ist es ein Spiel, das ich nicht verwende.
Meine Güte, ist das schlimm, hey. Das ist das Wichtigste an einem Game, das Balancing. Es muss stimmen. Klar, die Story muss auch stimmen, natürlich. Okay, braune Stühle. Die sind sehr interessant, weil die passen vielleicht in unser erstes Dorf. Ja, den Ding nehmen wir auch mit. Den Schirm nehme ich natürlich auch mit. Aha. Schirm lässt sich nicht abbauen. Passiert da was? Ja. Ist er kaputt gegangen? Wieso kann man einen Schirm nicht abbauen? Hä? Ich habe ihn zerstört. Oh, die Tasse muss ich wieder mitnehmen. Die geht aber auch langsam kaputt. Ich zerstöre mit einer Axt die Sachen. Okay, ich darf nicht mit der Axt dabei. Du bist oben. Oh. Manchmal verstehe ich die Entwickler nicht. Wieso spawnen sie denn hier so eine blöde Kiste? Okay. Die habe ich zwar immer wieder, aber. Ja, okay. Ich nehme die Kabeljau auch mit. Kabeljau auch mit. So, du kommst auch mit Kiste. Ich frage mich, was ist jetzt geschehen, dass die nicht abbaubar sind? Muss man die mit einer Schere abbauen? Aber früher war das nicht so. Da habe ich die Sachen einfach nicht so abgebaut. Gehst du mit einer Schere? Irgendwie ist es. Ich glaube, das ist irgendwie verbuggt. Das habe ich immer wieder abgebaut. Naja. Ganz komisch, aber wieso kann ich die Sachen nicht abbauen? Vielleicht mit Behutsamkeitsspitzhacke, das nächste Mal. Ich hab's hier. Also einen Kühlschrank brauche ich. Dieses Tor, Türe brauche ich auch. So. Einfach, dass wir das schon haben. Nicht, dass wir es brauchen, aber dass wir es haben, was wir es brauchen. So, und jetzt du lässt dich. Oh, ein PC brauche ich. Oh ja, ein Laptop. So, jetzt habe ich leider nicht mehr Platz für jetzt die Fische. Die komme ich viel zu viele. Und jetzt gehen wir noch kurz hier oben rein. Ja, hier haben wir noch mal Stühle. Ja, und die Seelaterne ist natürlich auch ziemlich gut. Gott, ist das mühsam. So, ja, und den Schirm. Ich brauche ja den Schirm, ja. Und den Baum brauche ich ja. Da habe ich das jetzt, der Baum. Baum ist irgendwo runtergefallen. Ist der runter? Den Teppich kann man so gut herstellen. Ah, da ist er da. So, und ja. Den Teppich nehme ich später mal mit. Gut, aber Tintenfische sind noch nicht gespawnt. Schade. Aber gut. Ja, die sind eher in Flüssen, stimmt. Also ja, eigentlich auch im Meer, aber irgendwie sind da viel zu viele Pokémon. Oder hat sich das wieder nicht gespeichert? Eieiei. Wo war's? Bei Spawnen? Nein, bei normal, allgemein. Ja, es hat wieder nicht gespeichert. Irgendwie, ich glaube, mit ESC mache ich das immer. Okay. Brauche ich einen Restart zu machen. Okay, gut. So, Dankeschön fürs Schauen von diesem Part. Und ja. Dann livestream ich nachher noch und dann lade ich das Video hoch. Also wenn ihr das hört, dann habe ich das natürlich schon gemacht. Gut. Und ja, in der nächsten Zeit gibt es dann mehr Livestreams von Pokémon, nicht Pokémon, von GTA Roleplay. Und wenn ihr Lust habt, kann ich auch mehr Pixelmon-Livestreams machen. Eventuell mal die Stadt oder eine andere Stadt bauen im Livestream, aber da mache ich mir zuerst mal Gedanken.
Bis dann. Tschüss.